Die UNESCO hat die jüdisch-mittelalterlichen Stätten in Erfurt in das Weltkulturerbe aufgenommen. Die Entscheidung traf das Komitee bei einer Tagung im saudi-arabischen Riad. Mit der Aufnahme der alten Synagoge, eines Ritualbades und eines früheren jüdischen Wohnhauses hat Deutschland nun 52 Welterbestätten. Zum zweiten Mal sind jüdische Bauwerke hierzulande in die Liste aufgenommen worden. Jubel im Erfurter Rathaus. Das ist der Moment. Die Stadt wird Teil des UNESCO-Welterbes. Etwa 200 Menschen haben die Entscheidung hier live am Bildschirm verfolgt. Das UNESCO-Komitee, das im saudi-arabischen Riad tagt, würdigte das jüdisch-mittelalterliche Erbe der Stadt. Jetzt sind wir auf einer Liste, wo die Pyramiden stehen, die chinesische Mauer und Machu Picchu. Das ist schon was Unglaubliches. Wir haben da jahrzehntelang darauf hingearbeitet. In Erfurt geht es konkret um mittelalterliche Bauten in der Altstadt. Die alte Synagoge aus dem 11. Jahrhundert gilt als eine der größten und am besten erhaltenen in Europa. Auch die Mikwe, das Ritualbad, ist eines der wenigen erhaltenen Monumente aus dieser Zeit. Dazu kommt das steinerne Haus, das Juden gehörte und ihr Leben im Mittelalter zeigt. Für den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde ist der Welterbetitel ein großer Erfolg. Das ist ein Ausdruck des Respekts der Öffentlichkeit in Thüringen, aber auch in der Welt, jüdischen Leben in Thüringen, in Erfurt gegenüber. Und wenn Sie jetzt in den letzten Jahrzehnten nach Erfurt gekommen sind, ist es ein Grund mehr, sich als Juden in Erfurt wohler zu fühlen als bisher. In der Stadt soll nun ein Dokumentationszentrum zum Welterbe entstehen. Zudem gibt es Unterstützung mit Forschung und Expertise durch die UNESCO, um die historischen Stätten zu erhalten. Die Hoffnung ist, dass künftig viele neue Besucher nach Erfurt und in die jüdischen Städten kommen.